Ja, hallo, herzlich willkommen zu einem Unboxing-Video mit mir, dem Anna Borderfrank von Frostpunk, die Victorian-Edition, gesponsert von Headup Games. Vielen, vielen Dank an Headup Games. Ja, wir wollen jetzt mal ein Unboxing machen. Also, das ist halt quasi die Collectors-Edition, die kommt jetzt am 17. Mai ähm, auf, äh, also bei Amazon raus und äh, wird halt, also die Box-Version gibt es halt erst ab dem 17. Mai. Und äh, das ist quasi morgen. Und äh, bei diesem Spiel ist auch äh, äh, also ist, ist ein Steam-Code mit drin. Ne? Also ist jetzt kein ähm, DRM-freies Spiel. Und äh, was jetzt hier noch mit drin ist, ist auf jeden Fall ein Artbook ist hier noch mit drin. Das packen wir jetzt gleich mal aus. Ich habe selber noch gar nicht reingeguckt. Und dann schauen wir gleich mal. Und ja, also wie gesagt, Amazon-Link ist auf jeden Fall mit drin. Falls ihr auch diese Box-Version kaufen wollt. Ja, dann würde ich mal sagen, fangen wir mal an, das auszupacken. So, jetzt haben wir es einmal ausgepackt. Ich habe jetzt mal den Ton nochmal nachvertont. So, jetzt packen wir das aus. Äh, ist mit so einem schönen Klettverschluss und auch ein schöner Text. Ich kann euch den gleich mal vorlesen. Wir mussten das Ende der Welt überleben, um zu sehen, wer wir wirklich sind. Die Welt, wie wir sie kannten, ist nicht mehr, aber wir leben noch, gerüstet mit Stahl und Dampf, entschlossen zu überleben. Wir sind die letzte Bastion der Menschheit, wenn wir versagen. Wird niemand mehr da sein, um davon zu erzählen? New London, Propagandaminister 1887. Ja, und dazu ist jetzt noch äh, ein sehr, sehr schönes Artbook. Wirklich mit, mit sehr, sehr guter Qualität. Äh, auch äh, mit, mit sehr vielen Seiten. Äh, ich glaube, insgesamt sind das 45 Seiten. Äh, New London, The Art of Frostpunk heißt das Artbook. Und. Ähm, ja, zum Beispiel auf der ersten Seite. Äh, hier ist jetzt erstmal New London, die Art of, Art, die Art of Frostpunk. Ähm, hier nochmal das Logo. Ansonsten hier auch nochmal sehr viel Text. Hier nochmal auch der Executive Editor, Art Director, wer das Spiel alles gemacht hat. Die ganzen Bedankungen von 11-Bit Studios, wer da alles mitgearbeitet hat. Wie gesagt, da sind auch sehr viele Bilder drin, auch sehr viel Text. Aber auf Englisch ist der Text von dem Artbook, also der ist nicht auf Deutsch. Und ähm, ja, ich blätter hier noch mal durch. Sind auf jeden Fall eine Menge Seiten und ähm, sieht auf jeden Fall sehr sehr schön aus. Auch sehr schönes Design von dem von dem Artbook. Wirklich gute Qualität. Ja, wir packen jetzt gleich noch mal die DVD Hülle aus und gucken mal, ob da noch was drin ist. So, ich habe es jetzt noch mal ausgepackt. Also das ist jetzt ganz normale Hülle. Hier drinne ist jetzt die DVD zum Installieren. Und äh, ja, nochmal die Systemanforderungen äh, sieht man jetzt hier schlecht. Ich versuche mal ein bisschen hier, hier ranzuhalten. Ähm, Systemanforderungen sind hier halt noch zu sehen. Jetzt sieht man es ganz gut. Und auf der anderen Seite ist der Steam Code. Wie gesagt, äh, den zeige ich jetzt nicht. Äh, den haue ich sonst mal bei einer schönen Verlosung raus. Ne? Gerne, gerne. Ja, das war quasi so das Unboxing zu Frostpunk, zu der... Viktorian Edition, wie gesagt, gibt es auf Amazon zum Beispiel zu kaufen. Und äh, Link ist auf jeden Fall in der Beschreibung drin. Vielen Dank nochmal an Head Up Games. Und ja, wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß mit der Box version und mit diesem wunderschönen Artbook. Fühlt sich auch richtig schön an. Also wirklich sehr, sehr hochwertig gemacht. Ich werde es auf jeden Fall in Ehren halten. Und dann erstmal vielen Dank fürs Einschalten und dann bis zur nächsten Folge. Euer Anderbotter Frank. Tschüss.